Es sind immer wieder Kindergestalten, deren Wahrnehmung uns in der Dichtung Gefahr und Grauen der Welt vermitteln. Da läuft dieses Gedicht, entsteht 1841, 42, ein frommer Knabe durch ein unheimliches Moor. Und die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat uns die Szene festgehalten. Da birst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margret, ho, ho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh. Wär nicht Schutzengel in seiner Nähe, seine blechenden Knöchelchen fände spät ein Gräber im Moorgeschwele. Jawohl, hier geht es ziemlich finster zu, mit Seufzern aus klaffenden Höhlen, bleichelnden Knöchelchen, Moorgeschwele und einem Gräber, also einem Gräberknecht. Doch die Sache geht für den Buben nach dieser, der vorletzten Strophe, doch noch halbwegs gut aus. Tief atmet er auf zum Moor zurück. Noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhre war's fürchterlich. Oh, schaurig war's in der Heide. Die Ballade Der Knabe im Moor zählt zu den bekanntesten Gedichten der 1797 geborenen Annette von Droste-Hülshoff. Es ist vielleicht nicht ihr brillantestes Werk, den Reim von »Ein Seufzer geht« auf »Verdammte Margret« muss man schon mögen. Doch das Gedicht lässt sich auf zwei verschiedene Weisen deuten, die uns einiges, die uns Wesentliches über die Dichterin erzählen, deren Stoffe, Knabe hin oder her, nie ganz ohne Bezug zu ihrem eigenen Leben waren. Nehmen wir zunächst die Metaphern, die in der Ballade heraufbeschworenen Sprachbilder. Die Todesgefahr ist allgegenwärtig. Allein es gibt auch Schutzengel, die dem Gefährdeten beistehen. Zudem, das wird allerdings etwas zarter angedeutet, hat das Moor mit seinem Grauen auch etwas Verlockendes. Denn auch das Schaurige ist ja nicht ohne Reiz. Naturgemäß klingt es ein wenig dröhnend, meine Damen und Herren, wenn wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Annette von Droste-Hülshoff seit ihrer Kindheit von Krankheiten heimgesucht wurde, dass das Gebet zum Schutzengel in ihrer stockkonservativ-katholischen Familie als Medizin, als Therapeutikum höher eingeschätzt wurde als ein Arztbesuch. Und das ja vielleicht auch zu Recht. Und dass auch die Themen Schauer und Verlockung der Seele der jungen Freien von Droste zu Hülshoff nicht ganz fremd waren. 1820, da war sie 23 Jahre alt, beging sie die Tollkühnheit, sich unter zwei Bewerbern um ihre Hand für denjenigen zu entscheiden, zu dem sie sich stärker hingezogen fühlte. Einen Protestanten, ohne sich dem Ratschluss der Familie zu beugen. Durch eine Intrige wurde alles Notwendige erledigt, also ein grässlicher Skandal erzeugt, die Beziehung gesprengt. Fortan lebte die junge Frau in Demut und Gehorsam gegenüber den Anweisungen der Familie. Es darf vermutet werden, dass jene tiefe Lebenskrise, Liebeskrise, ihrer Gesundheit nicht sonderlich förderlich war. Diese biografische Interpretation ist eine Möglichkeit, mit der Ballade umzugehen. Die andere Möglichkeit weist auf eine Mode der damaligen Zeit, also auf das Sammeln von Geschichten und deren Einkleiden in ein realistisches, ein naturnahes Kostüm. Annette von Droste-Hülshoff kannte die Natur, die sie in ihren Geschichten, ihren Erzählungen und in ihre Gedichte flocht. Sie kannte diese Natur aus erster Hand. Sie sammelte Mineralien und seltene Pflanzen, die sie von Ausflügen in die Umgebung des elterlichen Wasserschlosses mit nach Hause brachte und zu klassifizieren versuchte. Wichtiger aber noch für ihr literarisches Werk war, dass sie neben diesen Pflanzen und Mineralien auch Geschichten, Mythen, Volksmärchen sammelte, die ihr die Bauern und eben auch die Torfstecher aus der näheren oder weiteren Nachbarschaft erzählten. Zur Naturlyrik gesellte sich so die Volkslyrik. Für diese Neugier auf Geschichten aus dem Volk war auch ein junger Gelehrter verantwortlich, dem Annette von Droste-Hülshoff begegnete, als sie 16 war.
Er hieß Wilhelm Grimm und hatte sich, das muss ich Ihnen nicht mehr näher erläutern, meine Damen und Herren, seit 7 Jahren einen Namen durch das Sammeln von Märchen gemacht. Märchen, die er gemeinsam mit seinem Bruder Jakob herausgab. Die häufig als spröde, ein wenig verkopft, linkisch und doch gleichzeitig auch herrisch charakterisierte Dichterin führte dabei kein sozial abgekapseltes Leben, aber vorausgesetzt, sie bewegte sich innerhalb der Konventionen ihres Standes und ihres Glaubens. Das muss an dieser Stelle kurz angemerkt werden, weil die Droste in sehr vielen wenig schmeichelhaften Darstellungen als eine Art tiefschwarzer Blaustrumpf vorgestellt wird. Aber so spröde kann sie auch nicht gewesen sein, denn schließlich wurde sie in den Kölner Salon der Sibylle Mertens aufgenommen. Ein Treffpunkt des intellektuellen Raffinements und der unkonventionellen Weiblichkeit. Sibylle Mertens, nebenbei Mutter von 6 Kindern, eine bedeutende Numismatikerin, also Münzkundige, ist nämlich zudem noch die Lebensgefährtin von Adele Schopenhauer, der Schwester des berühmten Philosophen. Und auch Goethes Schwiegertochter Ottilie verkehrt hier. Ein Name, der den Hauch einer weiten Welt jenseits von Westfalen und dem Rheinland in den Salon weht. Vielleicht ja zu sehr, das erzähle ich hier nicht als gehobenen Klatsch, sondern um dem Bild der Dichterin ein paar Konturen zu geben, die vielleicht die bekannten Stahlstiche eines strengen Gesichts mit fest anliegenden, in der Mitte exakt geschalteten Haar ein wenig erweitern. Und es kann wohl auch keine Rede davon sein, dass sie sich ganz und gar von dem abgewandt hat, was ihre Kirche das sinnliche Begehren nennt. Ganz im Gegenteil, zu Beginn der 40er Jahre, ein Gedichtband mit ihren Versen ist erschienen, allerdings auf Drängen der Familie ohne Nennung ihres Namens. Also Anfang der 40er Jahre lebt sie bei ihrer Schwester in Meersburg am Bodensee und durchlebt noch einmal das Glück und die Beklemmungen eines liebenden Herzens, wie ein damals sehr populärer Roman hieß. Naturgemäß wird es eine unglückliche Beziehung, jedenfalls was das sinnliche Begehren betrifft. Der Mann, er heißt Levin Schücking, ein Name, den Thomas Mann erfunden haben könnte. Dieser Mann ist 17 Jahre jünger als sie, Sohn einer Freundin, zudem noch ihr Patensohn. Jetzt hat sie ihn als Bibliothekar eingestellt. Aber Schücking offenbart sich ihr darüber hinaus als Seelenverwandter, als Muse und nicht zuletzt auch als kompetenter Förderer jener Novelle, die den Namen der Droste Hülshoff in die Annalen der Weltliteratur befördern sollte. Die Rede ist jetzt von der Judenbuche, einem Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen, wie es hieß, erstmalig 1842 im Kottaschen Morgenblatt für gebildete Leser veröffentlicht, dem damals bedeutendsten Literaturmagazin Deutschlands. Der Kern der Geschichte geht auf eine reale Begegnung oder Begebenheit zurück, die der Onkel der Droste mehr als 20 Jahre zuvor aus Gerichtsakten rekonstruiert und veröffentlicht hatte. Es ging um einen Verbrecher aus der Nachbarschaft, der nach langer Zeit in der Sklaverei wieder in die Heimat zurückkehrt. Bei Annette von Droste-Hülshoff wird die Erzählung in einen Konflikt zwischen Mensch und Natur verwoben. Der unglückliche Held, er heißt Friedrich Mergel, wächst in einer Familie auf, zu deren wesentlichem Broterwerb auch der Waldfrevel gehört, die Wilderei und der Holzdiebstahl. Eines Tages wird Friedrichs Vater erschlagen, im Wald gefunden. Der Junge gerät bald unter die Obhut eines Stiefvaters, der ihn gleichfalls lehrt, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen. So wird der junge Mann berüchtigt und auch gefährlich und wird zunächst mitschuldig am Mord an einem Förster, dann aber ganz und gar allein schuldig am Mord an dem Juden Aaron, der ihn anlässlich einer Hochzeitsfeier ob einer Geldschuld bloßstellt. Es geht um eine silberne Uhr, die Friedrich noch nicht zur Gänze abbezahlt hat. Der Mord geschieht unter einer Buche.
Die jüdische Gemeinde kauft dem Förster den Baum ab und graviert in seine Rinde einen hebräischen Spruch. Friedrich flieht mit seinem Halbbruder. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich, so kommt es nicht zum richterlichen Schuldspruch. Viele, viele Jahre später taucht der völlig ausgemergelte Halbbruder wieder in der Heimat auf. Jedenfalls glaubt das die Gemeinde. Er erzählt von den Grauen der Sklaverei, in die er mit dem inzwischen verschollenen Friedrich damals in der Türkei geraten sei. Das verschafft ihm Mitleid und eine kleine Anstellung. Doch so recht scheint nicht alles mit dem halbvertrauten Fremden zu stimmen. Der Heimkehrer verschwindet. Ein paar Tage später findet man ihn an einem Baum. Er hängt an der Judenbuche. Und als man die Leiche abschneidet, stellt sich heraus, dass es nicht der Halbbruder, sondern dass es Friedrich selbst ist, der hier sein Leben gelassen hat. Der Spruch, den die jüdische Gemeinde in die Buche hat einritzen lassen, lautete: Wenn du dich diesem Orte nahst, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Diese Bildersprache der Novelle, Waldfrevel, Rache an einem und durch einen Baum, Zerstörung der Ordnung der Natur, das kann man als Botschaft in verschiedene Richtungen führen. Germanisch-heidnische Untiefen etwa. Doch dazu war die Droste-Hülshoff zu fest in ihrem katholischen Glauben verwurzelt. Da liegt die Deutung schon näher, dass die Autorin Natur und menschliche Gesellschaft als zwei Formen von gottgewalter Ordnung, von Gottes Schöpfung darstellen wollte. In beiden Ordnungen kommt es zu Freveltaten. Der Mensch ist schließlich stets auch ein Sünder. Doch die Ordnung wird immer wieder hergestellt, wenn auch nur für eine kurze Frist. Und manchmal durch eine Buche. Macht uns diese Deutung glücklich? Nicht unbedingt, obwohl die Gewalt der akademischen Plausibilität für sie spricht. Mir ist beim Lesen, also beim erneuten Lesen, viel stärker der Gedanke gekommen, dass die Schriftstellerin Nanette von Droste-Hülshoff beim Schreiben dieser Novelle zum ersten Mal das Korsett der Konventionen hin oder her, zum ersten Mal boshaft virtuos vom Bösen schreibt. Die Zügel, die sie ihrer Fantasie anlegt, hängen locker, so locker wie in keinem anderen ihrer Werke. Es kann, das mag mit dieser einzigartigen Situation des Verliebtseins in einen attraktiven jungen Mann zusammenhängen, der sie bei dieser Arbeit in ständiger Spannung hielt. Musen machen das, egal ob männliche oder weibliche. Ob dieser Beziehung je eine gleichsam außerliterarische Erfüllung beschieden war, darüber wird gern spekuliert. Nein, wir wollen keinen Klatsch, doch es interessiert uns schon, wie das so zugeht mit den Musen. 2 Jahre nach dem Erscheinen der Judenbuche meldet sich der immer noch junge Levin Schücking wieder in Meersburg. Aber diesmal ist er verheiratet. Seine Frau hat er mitgebracht. Der Empfang soll frostig gewesen sein. Wenig später starb die Dichterin. Berühmt wurden sie und ihre Werke erst Jahrzehnte später.